Salve zusammen und willkommen zurück bei Assassin's Creed 2, hier in der Toskana. Nein, ich versuche gar nicht, jetzt den Namen der Stadt auszusprechen. Und seht mal hier, was für ein Zufall. Wir stehen hier direkt vor einem Kunsthändler. Na hallöchen, wenn das nicht die Möglichkeit ist, um hier direkt, beide Schatzkarten zu kaufen. Der Toskana und der Stadt. Ganz kurz, Gemälde. Ihr seht, wir können jetzt wirklich hier Gemälde kaufen. Und dieser Soundtrack gerade im Hintergrund ist übrigens der Soundtrack aus Assassin's Creed 1 von... Oder? Warte mal eben. Ich meine schon von Masyaf. Wir könnten hier jetzt die ganzen Gemälde kaufen. Schlummernde Venus. Ja, es ist der Soundtrack. Venus mit Spiegel. Simonetta, Vespucci. Alles nicht jugendfrei. Porträt einer Dame. Federico da Montefeltro. Und natürlich Venus, Anno. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Könnten wir kaufen und in Monte Rigioni ausstellen, aber wir brauchen momentan das Geld. Glaubt mir. Vergesst nicht, eure Freunde vorbeizuschicken. Nee, keine Sorge. So, und hier haben wir eine Schatzkiste direkt vor uns. Super. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich damit die Stadt zu erkunden. Und Stück für Stück hier einen kleinen Überblick zu bekommen, der lässt erstmal den Besen fallen. Was hab ich denn gemacht? Bin kein Mörder. Das ist üble Nachrede. Oh Gott, ich glaube, unser Schatz ist hier oben drauf. Das ist aber gar nicht schlimm, denn ich kletter gerne auf die Türme. Und dann wissen wir ja, wartet auch noch der Angriff von unserem guten Mario, unserem Onkel, auf Jerry, der Pazzi. Ah, geht ganz schön weit nach oben hier. So. So. Hier rüber. Und hier hoch. Naju, da! Ergreift ihn! Oh Mann! Auf dem Turm ein Bogenschütze. Schöne Überraschung. Und seht mal, die Stadt der Türme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unserer ist Nummer 8. 9, 10, 11. 11 Türme ungefähr. Schon verrückt, oder? Und runter hier. Entschuldigung. Tut mir leid. So. Ja, es gibt ja schon viel Geld zu holen. So. Und hier haben wir eine Bank. Hallo, ich habe nichts getan. Aber ganz ehrlich, wenn du schon Fleisch verkaufst, dann lass das nicht so in der Sonne stehen. Das muss echt nicht sein. Das ist ein bisschen... Naja, also ich finde es nicht gerade appetitlich. Okay. Okay. Wow! Autsch! Der hat uns ausgekontert. Mit dem Schwert können wir immerhin sogar die stärkeren Wachen direkt auskontern. Schnell rein hier. Ja, all Diener der Templer. Einigen wir uns einfach darauf, um unsere Morde, unsere Tötungen zu rechtfertigen. So. Ich spüre auch das Böse. Ja, der Fürst der Finsternis. Ihr habt alle viel zu wenig gebetet. Oder so ähnlich. So. Und noch mehr Geld. Und ihr seht oben links, dass unser Status inzwischen immer und immer mehr in Richtung gesucht wächst. Und daher sollten wir mal Ausschau nach einigen Steckbriefen halten. Da oben ist schon einer. So. Oh Gott.
War jetzt nicht die feine Art. So. Und erneut hier im Innenhof eine Kiste. So. So. Ich will es auch nicht zu viele holen. Ich würde sagen, die nehmen wir noch mit. Die da hinten nehmen wir auch noch mit. Und dann sehen wir uns nach dem nächsten Aussichtspunkt um. Und dann werden wir aber auch zu Mario gehen. Also wir werden jetzt nicht die ganze Stadt erkunden, jeden Aussichtspunkt mitnehmen, jede Kiste mitnehmen und so weiter und so fort. Da wir später noch die Möglichkeit haben, die Stadt weiter zu erkunden. Scheiße, ich hab ihn verloren. Das sagt man nicht. Okay, dann lauf. Dann sei dir Gnade gewährt. So, runter. Wow. Was ist das denn jetzt hier? Er wird sich noch etwas brechen. Naja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, rein da. So. Oh, okay. Die Kiste nehmen wir mit. Schon wieder? Wann wird dieses Morden enden? Ich weiß es nicht. So. Vermutlich dann, wenn wir herausgefunden haben, was es mit den Tempeln auf sich hat. Weg mit dem Steckbrief. Ihr seht, ja. Immer noch nicht ganz inkognito, aber schon deutlich besser als vorher. Tronzo heißt bestimmt schnell. Kommen wir da gar nicht rüber? Wir müssen hier hoch. Ja, nach den beiden Kisten gehen wir dann echt zu Mario. Ich will es auch nicht übertreiben mit dem Kisten sammeln, denn das ist sicherlich nicht gerade das Spannendste. Aber ich sage ja, wir wollen auf jeden Fall auch alle Kisten mitnehmen. Das gehört einfach dazu. Ah, schnell, Ezio. Ezio. Boah. War schon eine knappe Kiste. So. So. Und einmal mitnehmen. Und was für eine Aussicht, oder? Die ganze Toskana. So. Oh ja, die Spielwelt von Assassin's Creed 2. So, dann können wir hier mal ganz schnell etwas sehr, sehr Effizientes machen. Lieber Herold, hier bitte. 500 Foreli zum Bestechen. Bitteschön. Und Dankeschön. Kleptomane. Geld bezahlen und sich es wiederholen. Liebe Wachen, ich darf doch, oder? Oh, ich klaue nur hier in der Stadt. So. Okay. Da würde ich sagen, wir haben die Stadt im Groben und Ganzen gesehen. Es ist eine sehr, 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 ja, sperrige Stadt. Die Stadt der Türme eben. Nicht sonderlich starke Verteidigung. Auch jetzt kein militärischer Stützpunkt oder sowas. Einfach nur eine Stadt, in der sich Adlige gegenseitig, ja, im Wettstreit des höchsten Turms miteinander gemessen haben. Keine Stadt, die jetzt irgendwie einen sonderlich militärischen Wert darstellt. Besonders ist natürlich nur die Lage in der Toskana. Oh, ein Dieb. Diebe findet man auch immer wieder und die muss man ebenfalls anspringen. Und dafür bekommt man auch Geld. Verschwinde. Oh nein. Bitte, Herr, verschont mich. Ja, ich töte dich nicht. So. Und runter hier. So. Erfolg. Eigenes Geld und das des Räubers ich weiß nicht, hat er uns bestohlen? Weiß ich gar nicht. Sogar hier ist eine Kiste. Beim Stall. Trotz alledem bleibt die große Aufgabe hier natürlich die Jagd von Mario auf Jerry de Pazzi. Ach ja, ach ja. Es hat schon was. Mario. Und erneut eine Kiste mit ein bisschen Gold. Richtig? Richtig. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir jetzt die Stadt etwas vorgegriffen haben. Aber es sollte so deutlich angenehmer sein, wenn wir zumindest wissen, wo wir hier sind. Was in der Stadt auf uns wartet und damit auch, wo sich Vieri versteckt. Mario.
Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Wie man in den Wald ruft, schallt es auch zurück. Mario und seinen Männern beim Attentat auf Vieri, der Pazzi, helfen. Die Pazzis ebenfalls, genauso wie Francesco de Pazzi, der Vater von Vieri, eine Templerfamilie. Und damit gleichermaßen Mitverschwörer gegen unsere Familie, gegen die Assassinen. Und ihr seht, der ganze Überfall auf die Stadt erfolgt bei Nacht. Oder eher gesagt bei Nachtdämmerung. Dass die Stadt nicht sonderlich gut zu verteidigen ist, das haben wir schon früher gesehen. Niedrige Mauern. Ja, viele schmale Straßen. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. All'attacco! Und ihr seht hier vorne an der Gürtelschnalle die Wurfmesser, die wir jetzt hier im Waffenrad ebenfalls zur Verfügung haben. Firenze. Okay, ihr seht, Marios Söldner greifen frontal das Tor an und wir schleichen uns währenddessen über die Mauer in die Stadt. Und nutzen die Wurfmesser. Flink, schnell und tödlich. So, perfekt. Und wir betätigen den Hebel. Oder eher die Kurbel. Und helfen, wo wir können. Oh, wow. Und weg mit dir. Okay. Und nur noch ein letzter. Und weg mit dir. Perfekt. Mario. Das haben wir geschafft. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Mario folgen. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt für dich? Die Wachen töten. Und wir haben einen Trupp Söldner zur Seite gestellt bekommen. Bevor wir uns zu den Wachen begeben, nehmen wir mal ganz schnell... Wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kindermädchen. Und warum? Hat sicher mal wieder das Falsche gesagt. Die falschen Leute sauer gemacht. Ja, aber die reden gerade über Vieri. Sein Kindermädchen. So, und runter. Ey, merkt das. Ich bin spielerisch wieder mitten in Assassin's Creed. Es macht so viel Spaß und ich mag das Gameplay einfach. Ich mag es richtig, richtig. Dieses leicht, schnelle und doch irgendwie heimliche von Assassin's Creed. Ihr habt euren Zaun sehr verärgert und er bestellt euch die besten Grüße. Attacke. Okay, das hat nicht geklappt. Aber bitte keinen Alarm schlagen. Weg mit dir. Und weg mit dir. Boah. Boah, Ezio.
Wow. Die Übungen mit Mario haben Ezio auf jeden Fall gut getan. Und noch eine letzte Wache. So, Santa Maria Assunta gehen. Okay, kommt Leute. Keine Zeit verlieren. Wir können ja auch mal ein paar Leichen plündern, aber es lohnt sich generell nicht. Oh, Wurfmesser. Okay, es lohnt sich. Joa. Wenn wir Wurfmesser finden können, plündern wir. Eins fehlt noch. Ja, aber schöne Rüstungen an die Wachen. Muss man den lassen. So, perfekt. Okay, kommt Leute. Keine Zeit verlieren. Mario wollte ja durchstarten in Richtung unseres guten Vieri. Aber ob er das geschafft hat, müssen wir herausfinden. Sag lebwohl, Stronzo. Wir räumen Vieris Soldaten aus dem Weg und stoßen zu ihm selbst vor. Kommt, Leute. Oh, wir könnten hier einen Umweg machen und ganz schnell einen gewissen Schatz mitnehmen. Ich komme, mein lieben Söldner. Welche verschiedenen Wege aber unser guter Giovanni, unser Vater und unser Onkel Mario gegangen sind, oder? Er hat sich dem Credo, den Assassinen, hingegeben, indessen Mario sich komplett für das Leben... Mario hat sich den Assassinen hingegeben, indessen sich Giovanni komplett für ein anderes Leben als Bankier entschieden hat. Und hier haben wir einen verwundeten Söldner. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm! Okay. Zu Mario gehen. Ihr seht hier auf dem großen Platz, tobt ein Kampf. Ah, Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Ewigkeit drauf. Wir, die Spinner, haben unseren Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns wohl um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Vieri der Patzen finden. Ja, gerne, aber Mario. So, ich helfe dir doch gerne mit. Und ihr seht, wir haben den Status gesucht erreicht. Das heißt, wir werden uns ganz kurz darum kümmern, irgendwo. Haben wir es noch nicht mitgenommen? Wow. Suche weiter und du wirst finden. Habe ich das vergessen? Okay, interessant. Torre Grossa. Die Torre Grossa ragt, was haben wir hier hinaus? Als größter Turm der Stadt macht er seinem Namen alle Ehre. Im Unterschied zu einigen anderen Türmen beherbergt er sogar eine Glocke. Der Bau der Torre Grossa begann 1300 und wurde 1311 vollendet. 11 Jahre lang. Kommt, Freunde. Ich habe heute. Ich würde gerne den Status gesucht verlieren. Was? Tori? Hier. Die Zwillingstürme, wenn man so möchte. Und hier war aber, glaube ich, das, die Glyphe, genau. Direkt hier zwischen. Ach ja, die guten Glyphen. Märtyrer. Die Lösungen kommen dann später. Zar Nikolaus der Zweite. Requiescat in Pace. So. Ich sehe einen korrupten Beamten. Ich sehe zu, dass ich abhaue. Du haust nicht ab, Freundchen. So, und jetzt noch ein Steckbrief, dann haben wir's.
Wer bringt denn hier einen Steckbrief an? So. Und seht mal wieder inkognito. Auf Richtung Vieri. Entschuldigung. Aber irgendwo drauf muss man ja landen. So. Auf der Stadtmauer. Das ist ja mal ein Ding. Und auf dem Turm drauf schon wieder. Er stellt ja die Kisten auf die Türme. Ah, okay, doch nicht auf dem Turm. Hier unten. So. Ja, auf dem Weg zu Vieri nehme ich gerade alles mit. Tut mir leid, aber es bietet sich wirklich an. Und sagt nicht, die Codex-Seite ist unbewacht. Ah, ne, sie ist von der anderen Seite aus bewacht. Aber von oben aus müssten wir doch perfekt, oder? Rein theoretisch. Okay. Den können wir nicht mit einmal erledigen. Das ist schockierend. Probieren wir es mal so. Die versteckte Klinge ist immer direkt tödlich. Oh. So. Eine weitere Codex-Seite. Leonardo da Vinci wird sich freuen. Schöne Banken. Es tut mir leid, meine Lieben. Es tut mir leid. So, okay. Aber jetzt ist es Zeit. Wir wollen Vieri de Pazzi entgegentreten. Demjenigen, der unserer Familie keinen Frieden lässt. Der Schande über unseren Namen bringt. Und dessen Vater ein Mitverschwörer ist. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Attentat auf Vieri de Pazzi. Da oben steht er auf dem Turm. Bastard von Bruder. Dann werden wir jetzt im Namen unseres Vaters, dem von ihm sogenannten Bastard, handeln. So, wir nehmen natürlich nicht den direkten Weg, sondern wir handeln wie ein wahrer Assassine. Oder versuchen es zumindest. So. Ah, da bist du ja. Hat beinahe funktioniert. Na kommt. Und Vieri. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet?
Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Wie man in den Wald ruft, synchronisiert. Messergürtel erhalten. Codex-Seite erhalten. Brief an Francesco de Pazzi erhalten. Fähigkeit Messerwurf erlernt. Rohlinge sind erbitterte Kämpfer, geschützt durch eine mächtige Rüstung. Die haben wir schon kurz bei der Richtung unserer Familie gesehen. Die uns das Schwert aus der Hand geschlagen haben. Und wir sind zurück in Monte Rigioni. Aber bevor wir jetzt hier direkt Richtung Mario laufen, ganz kurz. Wir haben einige Briefe erhalten. Dokumente, Briefe. Von Uberto Alberti, von Fra Diocondo. Signor Pazzi, ich tat, wie mir geheißen und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. War Vieri also bloß aufgrund seines Vaters so, wie er war? Al Magnifico Lorenzo de Medici, mio protetto. Okay, den Brief kennen wir bereits. Immer noch versiegelt. Immer noch versiegelt. Das kennen wir schon. Raphael Ramondo. Ah, kennen wir auch schon. Uberto Alberti. Ja, okay, das war der Brief. Also hatte Vieri persönliche Probleme. Charaktermäßige Probleme. Er war einfach... Ja, aber das Ganze... Denkt ihr wirklich, das lag daran? Ihr könnt ja mal selber eure Meinung beschreiben. Denkt ihr wirklich, dass er aufgrund fehlender Zuneigung seines Vaters ein gemeiner, rachsüchtiger, unverschämter, respektloser Junge geworden ist? Es gibt ja viele, Jugendliche oder generell Menschen, bei denen man das behaupten könnte, aber da die Schuld komplett auf Francesco zu schieben, ich weiß ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Vieri de Pazzi, es sind ja mehrere Faktoren als bloß der Vater. Aber wenn wirklich Francesco immer herabwürdigend zu ihm war, ihn immer gedemütigt hat als eigener Vater und er wollte nicht als die Anerkennung, auch das schmerzt sicherlich sehr. Aber die Frage ist natürlich, wie geht es weiter mit Ezio? Er wollte ja eigentlich nach Spanien reisen mit seiner Familie und dazwischen kam jetzt der Kampf zwischen Mario und Vieri. Wie geht es weiter?
Und hier ist er, Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Ah ja. Seht, wer da ist. Ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de... La la la. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Möge es sich nie ändern. Dein Vater war ein Assassine. Und so verurteile ich euch zum Tode. Vater, dafür werde ich dich töten. Beeindruckend. Nun fehlt nur noch die Tat. Dieses Leben, es wählte mich. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen.